Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal unter Linux mit dem Wine. Ja, ist ja eh Vulcan. Ja, und Ludris, weil ich habe die Bethesda-Version und irgendwas den Bethesda-Launcher so laufen kriegen und deswegen auch der mit Wine und mit Ludris, aber so weiter und so fort. Und ja, in der letzten Folge sind wir hier angekommen. Die Erde überrannt von Dämonen und wir prügeln uns da jetzt durch und wollen die Menschheit wahrscheinlich irgendwie retten. Ja, so sieht's aus. Das ist der Stand der Dinge. Da haben wir komische Feuerbälle, Dingsbums, die Herren. Entschuldigen Sie. Aber Munition könntest du mir mal geben. So, wir haben mal diese komischen. Die Säuberung der Erde ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in ein strahlenderes Morgen. Ach, wirklich? Ja, die Säuberung, ja, das stimmt natürlich, ne? Wo niemand ist, der was dreckig machen kann, ist natürlich auch sauber, ne? So, wir schon mal seine komische Dings. Die hat er immer noch. Das war close. Ausgewichen. Habt ihr das gesehen? Alter, richtig geskillt hier das Ganze. Danke, um mich jetzt am besten noch von den Dingern erwischen zu lassen. Ist schon unfair, dass die Dinger euch nicht wehtun, ne? Oh, das sind drei. Das ist jetzt ja erst. Wow, jeder von denen hat mich erwischt. Geil. So. Okay, da geht es anscheinend weiter. Hier noch irgendwas? Nö, es ist einfach nur so eine kleine öffentliche Toilette. Ist ja auch irgendwie eine U-Bahn-Station. Wobei ich mich immer frage, wo diese komischen Feuerkugelspuckenden Dinger herkommen. Naja, ist ja auch wurscht. Wir nehmen uns doch das Modul hier mit. Na, fast richtig. So, und zwar. Ich mag Mikroraketen ja eigentlich lieber. Machen wir erstmal die Mikroraketen. Muss sein, muss sein, muss sein. So, wunderbar. Ah ja, mal machen. Ach, Splittergranate. Mit linker Steuerung oder Maus 3? Ach, Maus 3 ist doch hier. Mausrad runterdrücken. Okay, geil. Gut. Ein bisschen Munition, ja, wunderbar. Schon ein bisschen eklig hier, was hier rumgewuchert ist, aber naja, gut, ne? Ja, die Kakao-Dämons, die haben da ja ihre. Hm, das war fast gekonnt. Die essen ja gerne Bomben, weil die sind ja auch so hungrig immer, ne? Die Kakao-Dämons oder Kakao-Dämon, weiß nicht, wie man das ausspricht. Der hat zwar eigentlich gerade nicht mehr richtig gegessen gehabt, aber naja, egal. So. Nö. Naja, nicht ganz direkt getroffen, aber dann machen wir zwei mit einem Streich am besten direkt. Seid ihr gerade ineinander gespawnt oder sah das gerade nur so aus? Kommt dann vorbei. So. So. Wunderbar, ich könnte einfach die Mikroraketen auch mal einsetzen hier. Wofür haben wir sie denn? Wenn sie nicht benutzen. Weil irgendwie machen die mehr Spaß, wenn man so etwas größere Gegner hat. Ich brauche aber Munition zu fahren. Vielen Dank. Oh hey, du bist runtergefallen, wurde unser extra Leben zum Glück nicht verbraucht. Das ist doch schon mal schön. Huch, was passiert jetzt?
Ah, noch so einer von denen. Der gerade angefangen auf die Granate zu ballern. Richtig intelligent sind die jetzt aber nicht, ne? Aber schade, man kann sie. Selbst wenn der im Glory Kill Modus ist, braucht man drei von denen, damit man da Munition rausbekommt. Das ist ja interessant. Ich dachte irgendwie, wenn man die weit runtergeprügelt hat, geht das. Ja, anscheinend dann nicht. Der. Ihr steht ja einfach nur ein bisschen rum, wisst nicht genau, was ihr hier tut. Dann lasse ich euch mal auch in eurer Verwirrtheit. Oh ja, so ein Ding mit so. Alter, ist das wäre richtig cool. So weiß nicht. Einfach nur so ähnlich wie in Quake 4. Da gab es ja auch war so Zwischendinger, wo man halt mit solchen Maschinen rumlaufen konnte. Das wäre richtig cool, wenn du irgendwann so ein heiles Ding hättest. Ich weiß leider, das wird nicht passieren. Zumindest nicht in diesem. Der Hauptkampagne. Wäre aber geil für Ancient Gods oder 2 oder 1 oder so, wenn man da mal so ein Ding rumlenden könnte und einfach so richtig. Das wäre halt richtig cool, ne? Weißt du? Einfach so richtig ordentlich. Titanenkampf, ne? So Titan gegen Titan. Wobei die sind doch noch ein bisschen kleiner als die Titanen von. Die diese komischen Kisten durch die Gegend tragen, die Tempel da. Naja. So, ist hier noch irgendwas Tolles? Außer im Zweifelsfall der Toad. Einmal irgendwo runterfallen. So, wir gehen einfach mal weiter hier. Wir müssen hier genug Zeit ziehen gemacht. Ich muss auch hier vorwärts gehen, du. Die NAC dankt Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung während dieser Übergangsphase. Ihr Leiden inspiriert uns ohne Unterlass. Ja. Sie sagen aufgenommen, finde ich ja auch schon sehr witzig. Kann ich da rein? Nö, ist einfach nur kaputt. Ja, die UAC, die verkacken es doch immer wieder. Problem ist halt, dass wenn er direkt in der Luft ist, dann möchte ich da keinen Glory Kill machen, weil sonst falle ich mitsamt dem Vieh nämlich runter. Ja, auch nicht, ne? In den Tod stürzen. Oh ja, es hat gerade so gereicht. Na, und hätte ich mir mehr davon erhofft. Hier sowas zum Beispiel. So, Codec-Eintrag. Was haben wir denn da Schönes gefunden? Bildung des Ark. Together we survive. Naja, nicht so ganz, aber egal. Vega-Dateneintrag. Nach dem totalen Kollaps der menschlichen Zivilisation haben Nationen und Grenzen, wie wir sie kennen, aufgehört zu existieren. Eine Handvoll verbleibender Bürokraten, Regierungsbeamter und hoher Militärs überlebten in Schutzburgen im Bunkern, die vor dem Großteil der Bevölkerung geheim gehalten worden waren. Unter der Flagge der alliierten Nationen vereint repräsentiert dieses Führungsgremium das, was von der Rechtsstaatlichkeit übrig geblieben ist und bilden letztlich eine Weltregierung. Naja gut, die 5 Leute, die halt noch leben, ne? Aber ja, Weltregierung, ist egal. Militärbasen, die mit den alliierten Nationen in Kontakt stehen, haben sich bemüht, ihre Befehlsbereiche neu zu gruppieren und zu zentralisieren und haben befestigte, sichere Zonen für Überlebende geschaffen. Nahrung bevorratet und Versorgungsgüter aufgespürt. Nur die Kommunikationskanäle des Militärs sind noch funktionsfähig. Sie erlauben militärischen Einheiten unter dem Kommando der alliierten Nationen die Koordination von humanitärer Hilfe und Verteidigungsoperationen. Bis 2151 nahm die Bildung des ARK höchste Priorität ein und wird in allen praktischen Belangen als die letzte Hoffnung der Menschheit betrachtet. Der ARK war der ARK, nicht mal einen Generator, einen Dings hier. Ja doch, ein Generator, dachte ich mir, ein Reaktor. Genau, Reaktor wollte ich eigentlich sagen. Ah, da kommt wieder keine Tage raus. Das war der Begriff, den ich eigentlich sagen wollte. Wollte jetzt irgendwie viel kleiner Minikram hier auf dem Boden rumliegt. Das ist halt einfach geil, dieser Detailgrad. Das ist halt schon. Ah, Munition hier hinten. Oh nein, warte.
Infinite Lives, Cheat Codes. Interessant. Ah, von hier aus wären wir gar nicht dran gekommen, weil wegen Gitter. Interessant. Ich dachte gerade so, all der ganze Mühe nur für so ein paar Shotgun-Shells wäre schon ein bisschen viel, ein bisschen wenig gewisse. Schießt von der Seite drauf und trotzdem frisst er die Granate, naja. At least they tried. So. Okay, da scheint es weiter zu gehen. Hier ist einfach nur Verwüstung. Gut, 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 gut. Das sieht nach einer Menge Ärger aus, so viel Platz wie hier gerade ist. Oh. Eigentlich wollte ich den da treffen. Naja, wurde wohl nix. Zu leiden heißt gegenwärtig zu sein. Das ist natürlich auch ein Statement, da kann ich jetzt so nichts gegen sagen. Ist so ein bisschen. Ich leide, also bin ich, weißt du? Dann weiß man, dass man noch lebt, weißt du, ne? Kannst dich zwar auch alternativ ritzen, aber. Oh fuck. Sag, da machen dann Nico-Raketen dann doch schon Spaß. Komm da rein, der andere springt direkt wieder raus. Ist natürlich auch lustig. So, wir haben noch gerade kein Benzin. Liegt hier wohl noch Benzin rum? Hier liegt noch ein bisschen Munition rum. Ne, hier ist noch ein bisschen Sprit. Ah, gut. Da ich nicht davon ausgehe, dass wir so bald hier wieder zurückkommen werden, können wir das auch noch gerade mitnehmen. Munition kann man auch immer mal wieder gebrauchen. Jo, du. Gut, 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 gut. Dann gehen wir einfach weiter. Prophezeiung erfüllt sich nur mit reichlich heiter, harter Arbeit. Naja. Irgendwie musst du den Weltuntergang ja verkaufen, vermarkten, ne? Wenn da natürlich keiner mitmacht, dann ist natürlich auch doof. Jodele, Jodele. Voll daneben. Egal, sie sehen waren, haben wir ein bisschen Munition. Bin mir sicher, man konnte mal ein bisschen mehr Munition tragen. Und das kommt wahrscheinlich noch, wenn man irgendwelche Items aufsammelt. Und dann komm doch her, du kleiner Imp. Oh wow, da fehlt dir der Oberkörper. Da müsste sowas geben, dass er den ins Gesicht tritt, wenn du so auf und oben so drauf springst und jetzt nicht über den Glory Kill machst, sondern einfach so einmal so treten. Hier was Schönes? Oh ja, ein Heal. Ah, sick, sick, sick. Ich muss sagen, habe ich jetzt C erwischt? Ja, habe ich. Ah, wir sind eigentlich hochgekommen. Auch okay. Immer noch Granaten, vergesse ich die ganze Zeit einzusetzen. Irgendwie bin ich nicht so der Granatentyp, ne? Hier. So was da. Richtig schön in die Masse hämmern. Oder auf einen von den größeren Gegnern. Weiß nicht, hier mit der Dings krieg ich das hin, aber. Ist nahe. Sie befindet sich in der Dämonenzitadelle.
Markiere Ihren Standort auf dem Haken. Hat man gesagt, dass wir, warum wir jetzt die Khanmaker suchen? Wurde das erwähnt? Weil den Namen höre ich gerade zum ersten Mal. Gut, wahrscheinlich einfach irgend... Ach! Wir suchen ja immer noch die verschiedenen Höllenpriester-Gedönse. Klar, dann macht es Sinn, dass es eine von denen ist. Die Versammlung der Höllenpriester findet direkt über ihnen statt. Laut Scans befindet sich ein Aufzug in der Mitte der Anlage. Na hier, warum die einfach da infiltrieren und da den Typen platt machen? Haben wir doch einfach den Höllenpriestern. So, begib dich zur Zitadellenkammer. Das kriegen wir hin. Ich frag mich eigentlich, wie die so schnell den Kram aus dem Boden gezimmert haben. Haben die das irgendwie bei sich gebaut und hierher teleportiert oder was? Also, rein aus Interesse jetzt, meine. Also da müsste eigentlich auch ein Doomslayer durchpassen oder ein Doomguy, je nachdem wie man ihn nennen möchte. Gut, gut, gut. Naja, da war aber ein Codex-Eintrag, den nehmen wir gerne auch noch mit. Es ist schon geil, Design, ganz ehrlich. Schnellreise. Den Automat verwenden. Ach ja, stimmt, genau. Könnte man denn nochmal Kartengruppen anzeigen? Da gibt's noch was, was wir noch nicht haben. Wo sind die Teleporterpunkte? Da gibt's auch noch was, was wir nicht haben. Schnellreise anzeigen. Ah. Direkt am Anfang gibt's was. Und wenn wir gerade dabei sind, ne? So, das Secret ist, wenn man da hochgeht, direkt, also in dem Gebäude, bevor man da runterspringt, also irgendwo da. Irgendwo in diesem Gebäude muss also noch ein Secret sein. Also bevor man unten durch die Wand wahrscheinlich rausrennt. Oder hier außenrum? Nee. Vielleicht einfach nur auf der Höhe hier noch irgendwo. Also irgendwo in die Richtung muss es das Secret geben. Wenn man hier rüberspringt. Oder nicht. Ui, knapp. Muss es ja idealerweise irgendwas geben. Ha. Da bist du schon so weit. Das wäre zu weit unten. Okay, da fällt es einfach nur durch den Boden. Hä? Aber das hier ist doch genau das Stückchen. Ist es hinter uns? Hier ist es sogar zu weit? Ah, okay. Nun kommt mal ein Mini-Doomguy. Yay! Die Dinger, die Dinger müsste es als Action-Figuren in echt geben. Das wäre richtig cool. Gibt's doch, oder? Gibt's die? Wäre vertane Chance, wenn es nicht in echt geben würde. So. Hier gibt es dann noch was. Muss es noch ein Secret geben? Wäre schon fast dran vorbeigelaufen.
Links oder rechts? Ah, hier. Wunderbar. Oh, noch ein Mini, ein Mini-Imp. Die Dinger würde ich alle haben wollen. Ganz im Ersten, mir alle einen Schrei auf ein Ding stellen wollen, ey. Ins Regal. So. Der Teil sieht gut aus. So. Zwei Secrets fehlen aber noch. Wir haben im Zweifelsfall in den nicht erkundeten Ecken. Ich meine, alles haben wir uns ja anscheinend noch nicht angegoogelt. Hier oben zum Beispiel nicht. Ja, ich hatte gehofft, dass die alle markiert werden, sonst. Hier ganz am Anfang? Ne, da gab es eine Figur. Oder in der Zitadelle selbst noch. Also gibt es auf jeden Fall noch ein Buch. Das wäre das Collectible wahrscheinlich. Vielleicht sieht man Ding auch erst, wenn man in der Nähe ist. Mal schauen. Sollten wir uns auch zur Zitadelle teleportieren. So. Ah, ich weiß, eigentlich wollen wir die Collectible-Sachen später machen, aber wenn wir gerade das Level doch eh schon aufgeräumt haben. So. Hier gab es auch irgendwo noch das Papier. Da müsste das Papier sein. Solange wir da den Knopf nicht drücken, sollte ja alles safe sein. Wunderbar. Was haben wir denn hier noch Schönes? Höllenpriester. Als mächtige Herrscher über arkane Magie konnten die Priester ihre Kräfte verzehren, um ihrem hinterhältigen Ziel zu dienen und sie zu nutzen, die dunklen Mächte höllischer Psychomantie, um die Erde auf das letzte Blutritual vorzubereiten. Das Blut der Höllenpriester band sie an das finstere Ritual, das nun die Erde verzehrte. Und solange einer von ihnen am Leben war, würde das Verschlingen der Erde weitergehen und somit auch das Joch der Hölle über die sterbliche Welt. Das Blutritual kann nur durch die Vernichtung der Priester aufgehalten und die Erde gerettet werden. Das klingt doch vertrauenserweckend. So, ein Collective befehlt es aber halt trotz allem noch, ne? Wahrscheinlich halt wirklich noch in der unerkundeten Ecke. Und es gibt hier noch irgendwas. Immer im Kreislauf, vielleicht sehen wir ja noch irgendwas. Ne, das ist das, wo der Kodex rumlag. Und hinten ist noch einer. Wunderbar, dann haben wir ja sogar alles. Gut, wir halten fest, die Dinger sind nicht alle zu sehen, nicht alle auf der Karte zu sehen, wenn man sie nicht in der Nähe davon war. Achso, der, den wir als erstes gekillt haben. Der Gnilox. Wie er als Mensch mal aussah und dann als er zum Dämon wurde. Vega Dateneintrag. Dea Gnilox ist einer der drei Höllenpriester, verantwortlich für die erfolgreiche Invasion der Erde durch die Hölle. Er zieht es vor, auf der Planetenoberfläche zu agieren und tut dies von seiner unheiligen Barte auf dem Rücken eines dämonischen Titans aus. Dies verschafft ihm eine erhabene mobile Position, die ihm einen Überblick über die Operation gegen die Menschheit gewährt. Boshaft und grausam wie er ist, jagt Nilox häufig Zivilisten, um ihr warmes Blut für seine okkulten Rituale zu nutzen. Ja, was machen sie, wenn sie dann irgendwann keine Menschen mehr haben? Ich meine, viele sind ja schon hinüber. War ja nur. So, ne? Rein aus Interesse.
bei dem Treffen anwesend. Außerhalb ihres Reiches ist sie jedoch vollkommen unverwundbar. Oh, wow. Das ist natürlich super. Das heißt, wir müssen zu Khan Macaris persönlich, hä? Tja, einer von euch fehlt schon, Jungs. Wie kann das sein? Kein Mensch kann durch dieses Tor. Es ist... Das ändert gar nichts. Das Sakrament dieser Welt für die große Khan Maker wird vollzogen. Die Energie wird abermals erneuert. Aus den Seelen der Ungläubigen, wie es geschrieben steht. Du kannst sie nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Was ist? Dieses Mal gehst du eindeutig zu weit. Du kannst nicht eingreifen. Dies ist die einmalige Chance der Menschheit auf Buße, um uns hingebungsvoll zu dienen. Du wirst dich dem Willen der Khan-Maker beugen. Aktiviere das Portal. Denn du bist bestimmt, meinen Willen zu vollstrecken. Sollen wir jetzt ein Handlanger von der Khan-Maker werden, oder was? Ist ja Sauerei hier. Zusammenfassung, abgeschlossen, Erkundung. Alles easy. Event-EP erhalten. Es gibt Event-EPs? Ja gut, das interessiert mich eh nicht. Ja, speichern und beenden. Finde ich gut. Möchtest du das Spiel wirklich beenden? Aktuell? Na. Ein aktueller Fortschritt wird gespeichert. Aber ich habe doch nur das Level beendet und nicht das Spiel. Ich wollte doch weitermachen. Ich habe die falsche Taste wahrscheinlich erwischt. Ziemlich sicher, sonst wäre ich nicht im Hauptmenü gelandet. Es ist mir nicht möglich, den zweiten Höllenpriester zu erfassen. Dem Himmelssucher fehlt eine Komponente. Wir brauchen einen Ersatz. Die Überarbeitung ihres Werfers ist abgeschlossen. Der Flammenspeier steht jetzt für sie bereit. Cool. Jetzt können wir Flammenwerfer benutzen. Schon sagen, der Detailgrad der Viecher ist echt enorm. Hier diese ganzen kleinen Falten und Gedingse. Muss ich ganz ehrlich sagen, also. Ah, so Klamottenfetzen haben sie hier noch an, jetzt erkenne ich das. Ich habe zuerst wieder in ihre Haut gehalten, aber nein, das ist einfach nur dreckiges Klamottenzeug. Aber trotzdem, guckt euch das an. Krass. Was haben wir hier Schönes? Wächterkristall-Tutorial. Ach, die Dinger. Ja, ja. Okay, Ach so, das heißt, hiermit kann ich meine Gesundheit aufbessern. Damit habe ich mehr Munition. Ich hätte ja schon gerne mehr Munition. Wie viele von diesen Dingern kann ich eigentlich jetzt benutzen aktuell? Was brauche ich dafür? Ach so, man muss die Dinger überall finden. Ach ja, stimmt. Schön. Ja, Fortress of Doom. Ja, es ist ein bisschen her. Ich habe das Base Game gespielt habe und
irgendwann noch Engines of Gods. Oh, da kommen wir doch überhaupt gar nicht nirgendwo rein. Ist ja alles noch zu. Schade, ich wollte unser Büro gehen und unsere kleine Figursammlung schon mal begutachten. Oder hier. Musik, die wir noch nicht gefunden haben. Gut, okay. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Für heute sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und mit dieser Aussicht hier. Oh, mit einer besseren Aussicht vielleicht. Also ich muss ehrlich sagen, es sieht halt einfach gut aus. Und diese ganzen vielen kleinen Details, es ist so schön. Ja, genau. Ja, dann vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.